da sitzt er wieder, le faule Hund. Und bevor es losgeht, drückst du erstmal auf Daumen hoch. Ist doch ganz gut, ne? Dann, bevor wir es nämlich am Ende dann wieder vergessen, machen wir das doch jetzt. Ihr habt nämlich jetzt ein paar Minuten noch Zeit, um das zu drücken. Und ich habe gerade 1900 Knetos. Machen wir mal ein Matchtalken hier. Für euch, weil ihr gerade Daumen hoch gedrückt habt. Ist auch gut, auch gut. Yes. Verstehe ich das gerade nicht, was? Sonnenbrand. Das ist eine Zauberkarte, glaube ich, ne? Oder, ne, es ist keine. Doch, zu 100 Schaden macht sie, ja klar. Das ist der Radius von 3 Metern. Denke ich mal 3. Auch wenn hier. 3, ich denke mal 3 Einheiten. Weiß ich nicht, ob die so toll ist. Ich denke mal schon. Wenn man so mal. Müssen wir mal testen. Das ist echt. Das müsste, glaube ich, eine gute Karte sein für meine Masse. Wo ist die? Die sieht auch ganz cool aus. Da ist eine Dreierkarte. Aber wisst ihr, meine ganzen Karten haben mir ein bisschen das Leben gerettet. Ich teste die jetzt mal. Die teste ich jetzt mal. Huch. So, okay. Dann gehen wir mal ganz kurz hier noch zum Warden. Warden. Let's get this duel started. Duel. I stand for rightness. Okay. Glück gehabt. Viele Karten, viele kleine Einheiten. Guck mal, machen wir jetzt diesen mal hier. Dann habe ich. Ich glaube, ich habe meine eigenen Einheiten gefickt. Gekillt? Kann das sein? Ich glaube, ich habe da was falsch gelesen mal wieder. Macht nichts. Wir werden gucken, was. Muss ich das auf dem Gegner machen? Ich glaube dann schon, ne? Ich glaube schon. Ich habe gerade, das wird. Muss ich mal gucken. Wir sind schon, haben wir schon gewonnen. Was ist denn mit dem Endboss immer los? Sind wir eigentlich beim Endboss? Ich glaube schon, ne? Guck mal, ob ich den auch noch dazu fertig ist, das Ding hier. Red is dead. Blue wins. Ja, komm vor. Pass auf, ich muss mal wieder. Was ist das? Betrüger. Claim your reward. Yeah. Money, money, money. Noch eine Kiste. Tuck, 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 tuck. So, nochmal abchecken, was das für eine Karte war. So. Aber sie versetzt ihr in Wut. Okay, da sollte ich, glaube ich, das nicht auf die kleinen Karten spielen, weil dieses 10-mal, das macht, glaube ich, die ganzen kleinen kaputt. Das ist, glaube ich, bei den so großen Karten was besser, ne? Ja, denke ich immer schon. Ich mach mal die hier. Das ist ein Fernkampf. Fernkampf? Ne, vom Weiten? Dann kannst du Boden und das wäre ganz gut. Dann können wir so ein bisschen Einheiten abwehren, die uns auf den Sack gehen, wenn sie aus der Luft kommen. Das finde ich gut. Hier. So. Gucken, was wir bekommen. Komm. Ja, ja,
eins weiter, eins weiter. Puh, da haben wir sie ja wieder. Gut, dann eben nicht. Aber ach, guck mal hier, wir haben doch noch ein bisschen Geld. Wenn wir schon ein Match tocken. Let's go spinning. Spinning. Oh, guck mal, da haben wir coole Karten dabei. Nein, nicht die. Das war ein richtig cooles Ding. Kann ich die irgendwie auch verkaufen? Nö, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Verfügbar in 5 Tagen. Also bisher hatte ich hier aber habe ich hier nichts freigespielt. Ich verstehe es gerade nicht. Chaos. Ah ja, Chaos hat mir mal. Hatte ich ja mal irgendwie falsch gemacht. Hätte ich, glaube ich, irgendwie doch auch starten können. Wir machen dann mal hier, so kommen wir hauen mal drauf. Sturmbringer. Das ist aber ein Computerspiel. Let's go! I stand for rightness. Oh Gott, die Arme. Oh Gott, die hatte gar keinen Schaden. Ich sag mal null. Finger weg von meinem Totem, Mann. Das will ich spielen, das Dixie-Klo. Du hast ein Dixie, ich habe ein Dixie-Klo, aber das machen wir jetzt platt. So. Wir haben jetzt gerade wieder keine Einheit, die irgendwie in die... Ich fand die Elfe jetzt gerade wirklich kacke. Die ist eigentlich gerade genommen und die schießt noch nicht mehr darüber. Oh, da kommt ein bisschen großen. Das macht aber gar nichts. Guck mal, wir blitzen Dings in den jetzt. Die sind gefährlich. Die finde ich voll gut. Wie immer, zu ganz gut zuhauen. Ching dong, ching dong. Ach, meine. Warum lässt denn die? Warum interessieren die sich denn nicht für die? Für die Flugeinheiten, die lassen den Turm dann einfach mal da so stehen. Die Einheiten einfach so. Gut, wenn dann nichts kommt, dann machen wir hier nochmal irgendwas. Ach guck mal, der hat genau das Richtige. Schieß! Okay. Winner, ladies and gentlemen. Give it up for Blue. Blue. Täter. Tja, wie geht das denn hier nochmal? Also hier draufklicken, habt ihr gesagt? Ach hier, dann kann ich. Ach guck mal, hier sind die Augen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir noch was. What the fuck? Cool, eine legendäre. Und die gefällt mir voll gut. Man kennt nur ein einziges Lied. Der zieht alle Einheiten auf ihn. 1007, aber das ist eine Achterkarte. Ganz ehrlich, ich finde, das ist eine super coole Karte. Aber wenn du kurz... kürzlich geändert. Aber wenn du kurz, wenn du so eine Karte ausspielst, dann machst du das doch nicht. Dann haust du dem doch in die Fresse, dem Gegner. Aber gut, ja, ist gut. Was haben wir denn hier noch? Okay. Und das müssen wir noch machen. Auch nicht gemacht.
Was haben wir denn hier alles? Was müssen wir denn alles so machen? Schau dir eine Wiederholung an. Aber ich gucke mir doch nicht scheiße Wiederholungen an. Hier. Die. Gucke ich mir jetzt wirklich an? Masters of Minions and Minions of Ach, das ist ja krass. Ich kann ja vorspulen, oder was? Das ist jetzt meine My aim is shockingly good. Ach, das ist das, okay. We have the winner. Yeah. Kriege ich da jetzt wirklich eine Errungenschaft oder muss ich das ganzen Kack noch richtig komplett durchlesen? Ich glaube, ich habe das wirklich geschafft, oder? Ja. Ich bin die Splitter, Mensch. So, was haben wir denn hier alles noch? Gratis Token. Mhm. Und das haben wir auch was geschafft. Aufträge? Das steht doch zwei. Habe ich doch zwei geschafft, oder? Was ist denn... Ich will jetzt gegen... Achso, das ist PvP. Komm, wir machen mal nochmal ein PvP. Wir müssen, glaube ich, nur eine Runde oder so. Einmal gewinnen, glaube ich, oder? Soweit ich das weiß. Ich glaube schon. Wir machen das jetzt. Wenn dann irgendwann mal irgendein Gegner kommt. Wer traut sich? Okay. Jetzt kommt wieder so super Ultraspieler und dann... Ach, das war unsere Heilkarte. Das ist auch nicht schlecht. Welcome back to another exciting round of Minion Masters. Snook ist schon wieder. The fight is on. Lightning never strikes twice, but I do. Ich spiele natürlich direkt eine große Karte, denke ich mir mal. Macht aber, stört mich gar nicht. Oh nein. Jetzt knallt's und ist alles tot. Ihr sollt eigentlich den Skeletor-Boy killen, komm. So. Nein, jetzt habe ich auch nur die Karte bekommen. Na egal. Dann machen wir jetzt mit die jetzt hier. Oh fuck. Oh, die Skeletor-Boys sind echt böse. Diese ganzen Skeletor-Boys gehen mir voll auf die Eier, ey. Wir kommen gerade nicht zu nichts. Wir wollen eigentlich. Ich will jetzt mal wieder mein System spielen, Mensch! Okay, jetzt hat er ein paar Sekunden Ruhe. Ich habe für ein paar Sekunden Ruhe. Cool. Komm, die Masse. Die Masse. Okay, das ist auch ganz gut.
Nein, 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 der Dexter stirbt nicht. Das wissen wir doch alle. Der kann auch 24 Leben haben. Nur 75 Leben, aber das mache ich mir jetzt kaputt. Mit dem jetzt hier. Los war's, Todeser. Aber der Affe haut jetzt einmal zu. Ich finde das aber voll gut mit den Skelettos. Der hat so eine richtig coole Technik. Ich weiß gar nicht, die Leute schreiben ab und zu mir mal was, oder? Kann das sein? Kann man das irgendwo sehen? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Läuft auch, ich finde, das läuft bei uns ganz gut hier in dem ganzen Dex. Mit Dex läuft das ganz gut in den Dex. Hatte ich das jetzt hier irgendwas freigeschaltet? Rangliste Spiele. Gilt das? Weiß ich nicht. Hatten wir eben auch 47? Weiß ich nicht. Draft. Was ist denn das? Okay. Chaos. Das Chaos werden wir, glaube ich, mal in einer anderen Folge wirklich komplett nur für die Folge machen. Wir hauen uns jetzt nochmal mit irgendeinem Spieler. Ich will hoffen, dass es Spieler sind. Ich glaube, das sind doch Spieler, oder? Ich meine schon. Wir werden das jetzt hier alles reißen. Aber wir haben natürlich jetzt wirklich, wirklich nicht viele gute Karten. Das haben wir ja schon. Das sind immer die gleichen. Lightning never strikes twice, but I do. Wie süß. Geh dahin, geh zu ihr hin, ja. Masse! Klar, er macht jetzt irgendeinen Blitz oder sowas wieder, ganz, ganz klar. Achso, der. Oh, das spielt gut hin, dann spiel ich das. Affe brauche ich, brauche den Affen. Schnell! Der haut nämlich einfach in die Masse. Das ist das super neben mir. Der haut die Masse. Der haut einfach alles um, merkt ihr das? Jetzt kommt da oben nochmal Masse.
Auch wenn der Affe jetzt gleich tot ist, okay. Aber der haut wenigstens auch. Der ist doch schnell beim Zuhauen. Finde ich voll gut. Jetzt kommt die kleine Masse. Jetzt kommt der Blitzwagen. Ich glaube, das haben wir. Ich habe das Gefühl, das haben wir. Weil mein Held, also, ich weiß, wissen wir, die Schildwache, die ist noch voll im Leben, ey. Und der macht gerade auch richtig gut Schaden. Jetzt würde ich gerne den Panzerfaust schützen. Ja! Wenn der jetzt nicht abgeschossen wird, dann macht der gerade mal ganz viel Schaden. Jetzt schießt. Sauber und tot. Und da kommt die Kugel nach Bam! Ich habe gerade gesehen, ich hätte, glaube ich, noch eine andere Karte danach ausspielen können. Die hat aufgeleuchtet. Succubus, das gefällt mir. Was ist denn das? Succubus. Ich habe ja bei World of Warcraft habe ich den Hexenmeister. Mein erster Charakter, den ich hatte, war menschlicher Hexenmeister. Und das war richtig gut. Aber es war auch dann World of Warcraft von Anfang an, als wirklich noch keiner einen Hexenmeister spielen wollte, da war das was ganz Besonderes. Irgendwann wollten sie alle noch Hexenmeister spielen, weil die eben overpowered. Also was heißt overpowered? Wenn man wusste, wie man die spielt, dann waren die ziemlich stark. Warum komme ich immer gegen die gleichen Leute in den Kampf? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, habe ich denn meine 48? Ja, ist cool. Machen wir jetzt noch zwei. Kommt bestimmt wieder der eine Typ. Masters of Minions and Minions of Masters. Prepare to duel. Love Loop. Oder so. I feel like a million volts. Schieß einmal. Sauber. Schieß nochmal. Schieß. So, machen wir mal ein bisschen Ärger auf der Seite. Nur ein bisschen Ärger. Was macht das? Sniper den weg, genau. Was macht der jetzt da? Was ist das? Okay. Okay. Jetzt hat er ein bisschen Ärger. Siehst du, wie viel Ärger der hat? Jetzt kann mir die Schildwache wieder spielen. Das leckt gerade wieder. Weil irgendwas wird irgendwas geladen, glaube ich, im Spiel. Ich weiß es nicht. Manchmal leckt das. Was haben wir denn? Jetzt haben sie uns endlich ihren Haufen gehauen.
merkt ihr die ganzen kleinen Kack hier, den ich hier schicke. Das geht ihm so auf den Sack, glaube ich. Die Waldfee. Ich habe mich gerade die ganze Zeit vergessen, meine Standardkarte zu spielen, meine Toilette. Und dann hat man wieder gerade direkt mal wieder ein paar Probleme, dass ich vergessen habe, eben einfach. Jetzt ist er tot. Jetzt, wenn er das jetzt auffällt, dann ist okay. Dann hat er es gut gemacht, weil mit so wenig Leben, wie er noch hat, da muss jetzt nur einer schießen oder sowas. Das war's. Oh, nehme ich die noch dazu. Okay. Hat sich am Ende nochmal ganz gut zurück, also hat mich ganz gut zurückgeschlagen. Ich habe einfach vergessen, meine Totem oder mein Klo wieder auszuspielen. Und dann plötzlich kam dieser Andrang von Menschen oder besser Einheiten gerade nicht auf ihn zu. Und da hat er ganz kurz wieder Luft gehabt, aber ist okay. Haben wir alles gut gelöst. Haben wir gut gemacht. Müsste jetzt, ne, letzte sein, ne? Letzter Rangkampf. Machen wir das noch für euch jetzt hier. In den Kampf. Bis jetzt. Die ist nicht so pralle. Die kann man aber mal so ganz kurz einsetzen. Dann kann die ein bisschen schießen. Und gut. Dann macht die ein bisschen Schaden. Aber wirklich Schaden macht die echt nicht. Das ist ja... Masters, prepare to duel. Zergos. Duel. Duel. Lightning never strikes twice, but I do. Oh, der ist immer gut. Schade, dass der jetzt gerade so ausgespielt wird, weil der wird nämlich ja sofort niedergeholzt. Shit. Oh, oh, oh. Ärgerlich. Das war's, ich bin schon fast tot. Fast. Fuck die Waldfee. Das war's. Ich habe keine Karte mehr, die ich jetzt spielen kann. Das war's. Wenn jetzt noch irgendwas, muss der Zauber wirken. Jetzt muss der Zauber wirken. Das war's. Am Ende noch mal eins, aber richtig fett auf die Fresse bekommen. Mann, ey. Man hat gerade bemerkt, dass ich gerade in diesen paar Sekunden zwei Karten ausgespielt habe. Die haben zu viele Punkte ausgegeben. Und dann kamen jetzt wieder ganz viele Flugeinheiten. Und was war da jetzt noch dabei gewesen? Die Blitzfuzzis. Er hat eigentlich gerade recht gute Einheiten hintereinander gespielt. Das war's. Konntest nichts mehr gegen machen. Und wenn du dann keine Einheiten, dann kamen jetzt gerade 4, 4, 5, 5 Karten oder sowas. Dann musst du so lange warten, bis dann irgendwas passiert. Egal, wir haben es auf die Fresse bekommen am Ende nochmal. Aber es macht ja nichts. So haben wir mal gesehen wieder, was. Ich finde, die Einheit, die muss echt ausgetauscht werden. Die stört mich so ein bisschen. Es gibt so ein paar Einheiten, die könnte man auch verbessern. Die ist aber ziemlich stark, finde ich. Für das, dass sie so eine Zweierkarte ist, finde ich die eigentlich ganz cool. Egal.
Also unser Traboudur. Traboudur. Okay, das war's. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss.